Ich habe diesen Workshop von der Idee zum Buch genannt. Ihr habt ja jetzt gesagt, einige haben schon Ideen, einige haben schon Bücher sogar überarbeitet. Aber ich dachte, wir machen das so, dass wir möglichst alles so ein bisschen abdecken. Das heißt, wir werden so grundlegend uns ein bisschen angucken. Das kann ich euch hier auch mal zeigen. Genau, ich wollte mich noch vorstellen. Ich vermute, wenn ihr bei den Storydays zugeguckt habt, hätte ich mir das jetzt auch sparen können. Ursprünglich war ja nicht geplant, dass ich moderiere. Deswegen habe ich noch eine wunderschöne Folie. Hallo, ich bin Annabelle Stehl. Ich bin Autorin im Lux Verlag. Ihr könnt es hier vielleicht sehen. Ich habe aktuell 3 Bücher rausgebracht, 3 weitere Folgen nächstes Jahr. Ich schreibe MA Contemporary Romance und eigentlich noch so ein bisschen Fantasy, aber das ist halt noch nicht veröffentlicht, wie wir es vorhin ja schon bei Markus Heitz sozusagen gehört haben. Ihr habt College-Blöcke, da liegen sehr gut. Schein nimmt euch was mit, aber ich kann euch die Folien auch schicken. Schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne, wenn ihr die haben wollt am Ende, einfach kurz irgendwo eine Nachricht mit eurer E-Mail-Adresse, dann schicke ich sie euch. Genau. Ich glaube, viel mehr, wenn ihr Fragen zu mir habt, fragt einfach jederzeit. Ich glaube, sehr viel mehr erzählen muss ich da gar nicht. Denn spannend wird ja heute eigentlich, was wir erreichen wollen. Ich habe mir so überlegt, was alles interessant sein könnte. Ich glaube, der größte Punkt wird so Charaktere und Plotten, weil das was ist, was auch fürs Exposé mit am wichtigsten ist. Aber ich wollte mir auch angucken, wie man eine Idee für ein Buch findet. Also, ja, wie genau kann man an Ideen gelangen, falls jetzt Leute von euch da sind, die eher immer kleinere Sachen geschrieben haben oder die vielleicht so eine initiale Idee hatten, aber noch nicht so ganz wissen, wie sie das weiterführen oder die vielleicht auch noch gar keine Idee haben, sich einfach gerne mal ausprobieren würden. Das werden wir uns angucken. Dann lernen wir so ein bisschen unsere Charaktere kennen. Vielleicht habt ihr ja sogar schon einen Protagonisten oder eine Protagonistin, die ihr weiterentwickeln möchtet. Da gebe ich euch natürlich so ein bisschen subjektiv einfach mit, wie ich das mache. Und wir werden aus der Idee eine Handlung machen. Und das wird hoffentlich nicht zu theoretisch, aber ich habe mir so ein paar Plottenmethoden angeguckt. Eine davon nutze ich selbst super gern. Dann habe ich ein paar Freundinnen gequizt, was die am häufigsten nutzen. Und gucken uns dann so 3 Plottenmethoden einfach an. Und dann will ich natürlich ganz, ganz viel von euch auch hören. Wir werden über das Schreiben sprechen, eure Fragen beantworten. Ich kann euch jetzt schon sagen, der Chat ist ja auch sehr, sehr voll, aber ich versuche, alles irgendwie mitzunehmen. Michael möchte eine Biografie schreiben. Okay, das hier ist jetzt natürlich so ein bisschen mehr auf Fiktion ausgelegt, aber ich hoffe, du kannst auch was dazu mitnehmen, weil ich persönlich einfach noch gar keine Biografie geschrieben habe. Und Grit, schreibt mir das am besten entweder als E-Mail, ich schreibe euch mal meine E-Mail-Adresse hier rein, oder einfach auf Instagram, weil hier finde ich das nämlich bestimmt nicht mehr. Genau, das hier wäre meine E-Mail-Adresse, hallo@annabellestehl.de, und dann kann ich euch die Präsentation am Ende schicken. Weil ich weiß nicht, ob ich den Chat noch sehen kann, wenn ich wieder hier raus bin. Ich hoffe aber. Mal gucken. Genau, gucken wir uns aber erstmal an, was wir heute alles machen. Genau. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie wir das alles anstellen könnten. Ich würde gerne ein paar Fingerübungen mit euch machen. Das heißt, am besten holt ihr euch einen Laptop, ein Notizbuch. Es ist auch okay, wenn ihr nicht mitmachen möchtet und wenn ihr heute eher ein bisschen zusehen möchtet. Aber ich würde gerne so ein paar Fingerübungen machen, die beim Schreiben helfen und euch so ein bisschen zeigen, was mir geholfen hat, auch so Ideen weiter auszubauen. Wir gucken uns die Plottechniken an, wie gesagt. Und ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Genau. Zur Ideefindung gibt es verschiedene Sachen. Wir haben da ja auch jetzt bei den Julino Story Days schon ein bisschen drüber geredet, dass Musik häufig eine große Rolle spielt. Fitzek ist später noch da, den inspiriert das auch immer sehr. Es kann alles Alltägliche sein, haben wir häufig gehört. Ähnlich hat es ja Cornelia Funke auch gesagt. Was mir geholfen hat, das wurde mir mal bei einem Lektoratsworkshop vermittelt, als ich die Ausbildung zur Lektorin noch gemacht habe, ist, dass man sich Bücher nehmen soll und die ersten 5 bis 10 Seiten lesen soll. Und mehr braucht es eigentlich nicht, um herauszufinden, ob das Buch einem gefällt und ob man es weiterlesen würde. Und das ist super hilfreich, weil ihr dann einfach euch sozusagen den Anfang angucken könnt des Buchs und herausfinden könnt, was daran würde mich zum Weiterlesen bewegen und was gefällt mir nicht. Außerdem, wenn ihr euch solche Medien anguckt, sei es jetzt ein Film, ein Videospiel, ein Buch, habt ihr die Chance herauszufinden, welche Ideen euch sehr zum Weiterlesen reizen. Ich komme jetzt aus der Romance, da gibt es so klassische Tropes zum Beispiel und sowas wie Enemies to Lovers, also wenn irgendwie 2 Charaktere am Anfang ja noch verfeindet sind und sich dann anfreunden, das ist ein sehr beliebtes Trope. Ich habe die E-Mail-Adresse 2-mal in den, ich kann es noch ein 3. Mal posten, in den Chat gepostet. Es ist hallo@annabellestehl, vielleicht könnt ihr meinen Text auch gar nicht lesen, sonst kann Sue das auch bestimmt mal posten. Ach, könnt ihr meine Chat-Nachrichten gar nicht lesen? Ich sage euch die Technik, ey.
Sonst genau kannst du das vielleicht gerade für mich übernehmen. Tut mir leid, dass du jetzt auch noch hier moderieren musst. Oh, tut mir leid, Andreas. Ich hatte mich schon gewundert, ich habe sie dreimal jetzt nochmal. Also ein Hallo at Annabelle mit einem N, Doppel-L und E, stehl.de. Aber so sucht das bestimmt noch raus. Sonst nervt Tolino und die leiten mir das weiter oder so. Genau. Dann zur Ideenfindung können wir Writing Prompts nutzen. Die gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Das sind so Sachen wie, kennt ihr so aus klassischen Schreibratgebern eigentlich, wenn ihr irgendwie einen Schreibratgeber habt und ihr habt da so einen Satz, den ihr vervollständigen sollt. Oder ihr solltet euch, das mussten wir mal machen, einen Einkaufszettel nehmen und dann sucht ihr euch zwei Produkte davon raus, die überhaupt nicht zusammenpassen. Warum hat euer Charakter die gekauft? Und dann spinnt ihr solche Geschichten aus irgendwelchen kleinen Writing Prompts. Auch eine Idee finden könnt ihr, wenn ihr euch alltägliche Sachen anguckt und euch einfach so fragt, was wäre, wenn? Es könnten ganz normale Dinge sein. Ich habe hier zum Beispiel eine Pflanze stehen, die seht ihr nicht so richtig. Die kann ich mir angucken. Was wäre, wenn die jetzt von einer auf die andere Sekunde verwelkt? Warum? Was könnte da passiert sein? Und ebenso diese ganzen kleinen Ausflüchte sozusagen, die Cornelia gestern ja auch angesprochen hat, so in die Fantasie zu reisen und sich zu überlegen, ja, wie genau da Dinge weitergehen könnten. Ich weiß, dass Mona Kasten das mal in einem Interview erzählt hat, als sie Code Wolf City geschrieben hat, dass sie genau so eigentlich immer Geschichten findet, dass sie sich Alltägliches anguckt und dann etwas Nicht-Alltägliches daraus macht oder sich fragt, wie Dinge da hingekommen sind, wenn ihr durch die Stadt lauft und Stuck an einem alten Gebäude seht, euch fragt, was genau diese Verzierungen da auf sich haben, was die schon alles gesehen haben. Das hilft total, einfach so wirklich, um die Fantasie anzuregen. Das kann man auch super gut bei Spaziergängen als irgendeine Übung einbauen. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Das nächste ist vor allem zur Prokrastination sehr beliebt. Und zwar legt ein Moodboard an oder irgendwie, ihr könnt aus Zeitungsartikeln Dinge ausschneiden. Ihr könnt auf Pinterest gehen, das mache ich häufig, und euch da alles sozusagen zusammensuchen, was irgendwie atmosphärisch auf jeden Fall ja, machen kann. Bianca Josiboni macht das mit Was wäre wann auch. Genau. Musik und Musiker sind sehr inspirierend. Total, vor allem, wenn man sich auch die Songtexte anguckt. Und wir hatten ja eben, Michael, hieß du, glaube ich, mit der Biografie. Ihr könnt euch natürlich auch Historisches vornehmen oder Biografien. Ich weiß nicht, ob ihr Musical-Fans seid. Alexander Hamilton ging ja ziemlich durch die Decke. Und der Macher des Musicals, Lin-Manuel Miranda, hat auch einfach die Biografie gelesen, dieses Gründervaters. Und darauf basierend dieses ganze Musical geschrieben. Also es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viele Dinge, die man einfach aus der Realität benutzen kann. Und aktuelles und zeitgeschichtliches Geschehen. Ich weiß, dass George R. R. Martin sehr, sehr viel vom Rosenkrieg, also den War of Roses, benutzt hat, viel von den Tudors und das alles so in seine Geschichte gesponnen hat. Und er hat ja mit diesen ganzen Häusern so diese Verwicklung. Und das ist aber alles tatsächlich basierend auf der echten Geschichte des britischen Königshauses. Und das ist wirklich beeindruckend, was er daraus gemacht hat. Ich glaube, es gibt super viel, wenn man sich das anguckt. Das ist bei Liebesromanen natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da kann man sich ja hier so vom Anfang an gesehen, wenn man irgendwelche Netflix-Shows hat, die man mag oder so, einfach gucken, was einen selbst sehr ergreift und schauen, wie man etwas Ähnliches vielleicht einbauen kann. Liv sagt auch, eine Idee für eine ganze Reihe hatte ich beim Let's Dance schauen. Es sind die kleinen Dinge, die eine Story für mich realistisch und authentisch machen. Das ist eben bei Contemporary, finde ich, total hilfreich. Ich habe mein aktuelles Buch basiert so ein bisschen auf The Great British Bake Off. Manchmal hilft das einfach total. Und ich glaube, so alltägliche Dinge reißen die Leser und Leserinnen auch mit, weil sie es eben ja auch schon kennen aus ihrem Alltag. Genau. Und ich dachte, zur Aufwärmung, weil das so viel Spaß macht, zeige ich euch erstmal mein allererstes Moodboard von dieser vorhin angesprochenen Fantasy-Trilogie, die ich nie veröffentlicht habe. Man sieht aber die Stimmung ganz gut. Und tatsächlich habe ich das nur angelegt, um eine Atmosphäre zu finden. Aber hier der Typ, unten rechts, diese Schattengestalt, hat es reingeschafft. Es gibt so einen runden Tisch, wie oben links, gibt es tatsächlich in einer Szene. Und hier dieses mittlere, ich hoffe, ihr könnt sehen, wo ich zeige, hat es auch nochmal reingeschafft. Ich persönlich schreibe lieber Dialoge als Beschreibungen. Deswegen hilft es mir immer ganz kurz, mir so solche Moodboards irgendwie anzulegen, wenn ich Gegenden beschreiben möchte. Weil ich weiß gar nicht, ob Stephen King das war in dem Schreibratgeber. Er hat quasi gesagt, wenn man eine Pappszene schreibt, dann soll man nicht schreiben, da war ein runder Tisch und vier Stühle waren um den Tisch, denn so Sachen stellt man sich automatisch vor. Was ist das Besondere an dem Pub? Steht da vielleicht ein alter Globus, auf dem irgendwelche Leute schon Reisen geplant haben oder so? Oder gibt es eine ganz besondere Getränkeauswahl, die irgendwie nicht so ganz zu einem Pub passt? Oder hat der Eigentümer des Pubs irgendwas total Besonderes? Also irgendwelche Dinge,
die euren Ort besonders machen. Und da helfen mir eben Moodboards immer ganz gut. Das heißt dann nicht, dass ich das komplett abschreibe und so, aber es ist so als Denkanstoß ganz hilfreich eigentlich. Einfach um halt nicht irgendwie so diesen 0815, ich gehe in ein Hostelzimmer, es ist eine geblümte Tapete, ein Bett und ein Fenster, weil die Sachen sind relativ logisch eigentlich schon. Auto und Schwarzwald klingt auch sehr, sehr gut. Genau. Und ihr habt den Writing Prompt bestimmt schon gesehen. Ich würde sagen, ihr dürft euch gerne, wir machen beide, glaube ich, wir haben genug Zeit. Falls ihr Lust habt, mitzumachen, das wäre nämlich dann, dann können wir nachher noch die Geschichten weiterspinnen, könnt ihr euch gerne diesen ersten Satz hier nehmen. Den habe ich aus einem Schreibratgeber geklaut tatsächlich. Und zwar 365 Tage. Ich muss den Titel kann ich auch noch schicken. Ich wollte eigentlich noch eine Quellenangabe unten reinmachen. Ein Roman in 365 Tagen hieß, glaube ich, so ein gelbes Buch. Und da war der erste Writing Prompt. Am Tag nach meinem 8. Geburtstag sagte mein Vater mir. Und ich möchte, dass ihr den weiterschreibt, entweder mit einem Satz, muss jetzt kein Roman werden, bis hin zu einer Passage. Und wenn ihr mögt, könnt ihr es auch sehr, sehr gerne in den Chat schreiben. Dann können wir gleich ein paar vorlesen. Wenn ihr es für euch machen wollt, ist das aber auch absolut in Ordnung. Ah, danke schön. Ein Roman im Jahr von genau Dorothy. Dankeschön, Katrin. Exakt. Den habe ich auch gelesen. Der war ganz cool, fand ich, weil er sehr, sehr viel praktische Übungen hat. Also falls ihr noch einen Tipp möchtet, dann auf jeden Fall. Den fand ich gut. Das ist einer der wenigen, den ich sogar behalten habe, weil ich den ganz cool fand. Genau. Schreibt sehr, sehr gerne mal was dazu auf. Ist vor allem vielleicht interessant für diejenigen, die noch irgendwie so ein bisschen einen Start in ihr Buch brauchen. Wie hieß das Buch? Guck mal oben, Katrin hat es geschrieben, ein Roman in einem Jahr. Und wer sich traut, kann den Satz auch gerne, also reicht, wenn es zwei, drei Dinge sind. Wäre es eigentlich schon cool, wenn ihr genau in den Chat schreibt. Ich verstehe auch, wenn ihr es nicht möchte. Sind die eingeschränkt? Ich gucke gerade mal. Ich schalte mal was um und hoffe, ich mache nichts kaputt. Man kann ja verschiedene Publikum schreiben. Ja, ich habe jetzt mal, dass ich den Chat allen erlaube. Vielleicht funktioniert das jetzt. Okay, Isabel hat schon was geteilt. Am Tag nach meinem 8. Geburtstag sagte mein Vater mir, dass meine Mutter gegangen wäre. Sie kann das Leben nicht mehr mit uns. Sie sagte, dass sie nicht dafür gemacht sei. Und damit brach meine Welt in viele kleine Stücke. Das sieht schon, also ich weiß nicht, das ist so ein Einstieg, wenn wir noch direkt wissen, warum die Mutter das nicht konnte. Das ist ein richtig, richtig guter Einstieg. Isa, easy. Mandy schreibt, am Tag nach meinem 8. Geburtstag sagte mein Vater mir, dass ich jetzt alt genug war, die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit, die sie all die Jahre versucht hatten, von mir geheim zu halten. Aber die letzten Monate wurde es immer schwieriger. Auch mir waren schon merkwürdige Dinge aufgefallen. Das ist, es könnte natürlich contemporary sein, klingt aber schon irgendwie nach so einem klassischen Fantasy-Einstieg. Richtig gut. Und ich liebe es, dass ihr beide schon es geschafft habt, im ersten Absatz, nicht mal wirklich im ersten Absatz, was reinzupacken, was Fragen offen lässt. Und das ist was, was ich mir immer bei Büchern notiere, wie viele Fragezeichen da sind, aufgrund derer ich schon weiterlesen möchte. Daniel schreibt, am Tag nach meinem 8. Geburtstag sagte mein Vater mir, wir müssen reden. Es gibt etwas, das du erfahren musst. Du bist jetzt alt genug. Oder sagte mein Vater mir, dass er unsere Familie verlassen wird. Meine Welt brach innerhalb von Sekunden zusammen und das Wort Familie bekam einen schalen Geschmack. Ihr habt alle richtig, richtig gute Einstiege, wirklich. Vera schreibt noch, am Tag nach meinem 8. Geburtstag sagte mein Vater mir, als ein fremdes Auto vor unserem Haus vorfuhr, dass ich mich hinter dem Bild über dem Kamin verstecken sollte, bis er mich wiederholen würde. Und das sind alles wirklich, wirklich gute Einstiege. Oh, das möchte ich noch vorlesen, Lucy. Sagt mein Vater mir, dass ich später mal Astronautin werde. Als Fan von Captain Future und E.T. fühle ich mich den Sternen schon näher. Denn diese faszinieren mich jede Nacht, wenn ich in den Himmel sehe. Könnte auch ein klassischer Einstieg für Sci-Fi sein. Sehr, sehr schön. Okay, es tut mir sehr leid, dass ihr das mit dem Chat nicht alles seht. Ich weiß ja dann nicht, woran es liegt. Ich habe rechts noch drei Punkte.
Mal gucken. Ich habe es jetzt mal auf alle gestellt und hoffe, dass ihr das jetzt irgendwie wieder lesen könnt. Am Tag nach meinem 8. Geburtstag sagte mein Vater mir, dass ich alles erreichen könnte, was ich mir erträumen kann. Dass es wirklich so ist, würde ich schon bald erfahren. Und dann schon foreshadowing quasi, was noch bald geschieht. Richtig gut. Genau, und Dankeschön, Susu hat nochmal den Link geteilt. Ja, auch richtig gut, Alina. Also auf jeden Fall spannende Einstiege und ich finde, solche Writing Prompts helfen immer. Bei mir wurde aus einem tatsächlich auch mal eine Geschichte. Vielleicht geht es euch ja auch schon so, weil mich würde jetzt halt total interessieren, warum deine Mutter weggegangen ist oder warum man sich hinter einem Bild verstecken muss. Wer kommt da, vor dem man sich verstecken muss? Und das hilft dann ganz gut, daraus vielleicht sogar schon einen Plot zu spinnen. Vielleicht können wir das ja gleich sogar ein bisschen ausprobieren, falls ihr die Geschichte weiterspinnen möchtet. Können wir mal schauen. Wenn ihr mögt, ihr könnt es mit der Ich habe gerade unseren Writing Prompt gemacht als Auftakt für die Geschichte. Ich hätte noch zwei, von denen ihr euch einen aussuchen könnt. Ihr könnt entweder euch was Neues überlegen oder ihr verbindet es mit dem Writing Prompt, den wir gerade gemacht haben und versucht es in diese Geschichte des Achtjährigen oder der Achtjährigen reinzubringen. Was mir nämlich immer hilft, ich glaube, ich war auf stern.de oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, so diese klassischen Clickbait-Artikel. Das hat ja Markus Heitz eben auch gesagt, dass Zeitungsartikel super sind. Ich würde die Artikel jetzt nicht Zeitungsartikel nennen, aber es sind diese Clickbait-Artikel, die ähnlich viele Fragen aufwerfen, was natürlich so gemacht ist, damit unser eins darauf klickt. Aber ich fand die beiden ganz lustig, weil aus denen direkt eine Geschichte entstehen könnte. Einmal, Polizist will bei Panne helfen und kann seinen Augen kaum trauen. Oder, es klingt ein bisschen Fantasy-lastig, sensationeller Fund mitten in Deutschland. Schwert mit unglaublicher Geschichte. Und was ihr gerne machen könnt, ist euch ein paar Notizen dazu zu machen. Wie würdet ihr die Geschichte weiterspinnen? Was sieht der Polizist bei der Panne? Was geschieht da? Oder aber, was für ein Schwert wurde da gefunden? Da müsst ihr jetzt nicht irgendwie Sätze ausformulieren, aber falls euch da so ein paar Dinge auch einfallen, wie man die Geschichte weiterspinnen könnte, notiert euch das alles und dann können wir gleich beim Blog schon mal schauen, ob wir das irgendwie in eine Struktur bekommen, die für eine Geschichte reichen würde. Dass wir am Ende vielleicht sogar mit dem Anfang einer Idee rausgehen. Sucht euch aber gerne eins von beiden aus. Wenn euch beide gefallen, könnt ihr euch die auch gerne beide mitnehmen. Und auch richtig schön. Ne? Genau, und was Andreas sagt, vermutlich muss die Einstellung Versenden an auf alle eingestellt sein. Die Einstellung ist über dem Chat-Eingabefeld zu finden. Genau, bei mir sind das unter so drei Punkten, auf die ihr klicken müsstet. Kriegen kurz Besuch. Und dann müsstet ihr das alles sehen können im Chat. Ich hoffe, das funktioniert. Alles gut. Ich bin noch verkabelt. Okay. Mir wird gleich kurz mein Mikro abgenommen, aber das ist okay. Ihr habt ja sowieso noch eure Aufgabe. Dann werde ich kurz entkabelt. Dann kann ich an der Stelle uns auch mal kurz fragen, wie das mit dem Chat sonst wäre. Genau, wenn du die Nachrichten versendest. Also Anja, du musst da quasi, wenn du was schreibst, das mal einstellen. Die anderen müssen das dann auch nochmal einstellen. Genau, ihr könnt Diskussionsteilnehmer sagen, euer Häkchen müsste aber auf alle Gesprächsteilnehmer und dann würde das gehen. Ich gehe mal ganz kurz aus dem Bild. Wieder entkabelt und mikrofonlos. Sorry. Das Ganze immer so hinter den Kulissen, damit alles rund läuft. So, ich hoffe, es hat jetzt aber geklappt, was Clara gesagt hat.
Genau, und Bernhard, falls ich nachfragen darf, du hast ja eben schon sowas zu dem Schwert geschrieben, dann könntest du dich jetzt aber weiterfragen, das sind diese Was wäre, wenn und warum Fragen. Was hat es mit diesem legendären Schwert auf sich? Oder was ist diese unglaubliche Geschichte? Was macht das Schwert so besonders? Ich gebe euch dazu mal gerade noch so 5 Minuten. Dann können wir uns entweder mit euren Notizen oder auch mit den Geschichten, die ihr euch sowieso vielleicht schon ausgedacht habt und an denen ihr schon arbeitet, die verschiedenen Plotting-Methoden noch angucken. Sehr schön, Anja. Oha, Isabel. Richtig gut. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber man kann es natürlich auch direkt als Text weiter vorspannen. Lese ich gleich noch vor. Oh, schön, Mandy. Das freut mich sehr. Dann können wir da mit dem NA-Plot gleich weitermachen. Sehr gut. Clara, ich gebe euch mal noch ein paar Minuten. Ich auch, Jessica. Das macht einem echt Lust. Also Stern.de und so geht einfach in die Clickbait-Artikel. Nee, Buchliebe gar nicht. Es gibt auch Leute, die nicht plotten. Du machst da überhaupt nichts falsch. Jeder schreibt anders. Ich habe auch Freunde und die haben auch Bücher rausgebracht, die plotten überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du Liza Grimm kennst, sie schreibt Fantasy. Sie plottet nicht und es funktioniert super. Wofür es halt leider wichtig ist, wenn du ein Exposé schreibst und das an einen Verlag oder eine Agentur schickst, ist es halt wichtig, weil die ja wissen wollen, was in dieser Geschichte passiert. Es ist dann, du kannst dann von dem Exposé noch ein bisschen abweichen, aber die wollen wirklich sehen, dass du denen eine Geschichte, also einen Plot lieferst, der von A bis Z funktioniert, damit sie halt nicht irgendwie eine Geschichte einkaufen und dann am Ende den Erscheinungstermin 50 Mal schieben müssen, weil das Buch nicht fertig ist. Also tatsächlich, ja, geht es dafür dann richtig. Bernhard, das ist richtig gut. Dass das Schwert die Fähigkeit hat zu heilen, statt zu verletzen. Und dann kann man quasi weiterspinnen, woher kommt das? Ist das aus der Mythologie oder wer hat das geschmiedet und wie wird das genutzt? Und wer findet das? Gerät das in die Hände der Guten oder der Bösen? Und wie geht das weiter? Danke an Stern.de und eure Clickbait-Artikel. Das sollte mindestens eine Danksagung, ja. Einem Pinguin. Sehr gut. Es gibt mir gleich so ein bisschen Kai-Uwe Kling. Sehr schön, Isabel. Und ich glaube auch beim Schreiben, ich weiß nicht, ob es so ein richtiges richtig oder falsch gibt. Genau, was Isabel sagt, so Rahmenhandlung auf jeden Fall. Marc-Uwe Kling. Oh, shit. Vor allem Marc-Uwe Kling, ich habe mich gerade noch so konzentriert, macht in seinem Buch noch Witze, dass alle ihn immer Kai-Uwe nennen. Jetzt habe ich es auch getan. Ich nenne ihn noch das Herrschen des Kängurus. Das Writing Prompt mit Satzanfang ist für dich einfacher als das Bild. Das ist voll okay. Das sind auch alles nur Methoden. Ne? Also kann auch sein, dass beides nichts für euch ist und ihr euch nur so denkt, so Writing Prompts sind scheiße, das mag ich nicht. Ist auch vollkommen in Ordnung. Mir hat das halt früher immer sehr geholfen, um gerade so diese Satzanfänge zu vervollständigen. Ich habe das eine Zeit lang jeden Tag gemacht, einfach zum Üben. Okay. Ich lese mal ein paar Sachen vor, weil ich die jetzt ganz spannend finde. Ich würde zuerst mal Isabels, das war, glaube ich, der erste, der reinkam. Sie hat den Satz weitergesponnen von eben und das mit der Geschichte weitergemacht. Am Tag nach meinem 8. Geburtstag sagte mein Vater mir, dass meine Mutter gegangen wäre. Sie kann das Leben nicht mehr mit uns. Sie sagt, dass sie nicht dafür gemacht sei. Und damit brach meine Welt in viele kleine Stücke. Wenige Monate später, mein Vater arbeitet als Polizist
wollte er bei seiner Streife bei einer Panne helfen und konnte seinen Augen kaum trauen. Er stand meiner Mutter gegenüber, die mit einem anderen Mann unterwegs war und ein Kind erwartete. Das sorgt auf jeden Fall für einiges an Konfliktpotenzial. Clara hat gesagt, er findet im Wageninneren seine seit Jahren verloren geglaubte Tochter. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Kann er nicht alle vorlesen. Oh wow, mein Vater sagte mir, wir ziehen um. Niemals hätte ich damit gerechnet, später in diesem neuen, fremden Land Polizist zu werden und diese Entdeckung zu machen. Eine Leiche in meinem Alter und mit einem Gesicht, das auch als mein Spiegelbild gelten könnte. Fragt man sich natürlich gleich, ob so ein verloren geglaubter Zwilling quasi zurückgekehrt ist. Den Pinguin würde ich immer noch gerne wissen, wie sie den aufgetrieben haben. Oh, okay, Veronika. Ja, ich glaube, wenn Deutsch nicht, wenn ich dir zu schnell spreche, auch bremst mich, ne? Mache ich leider häufig. Aber das Ding ist auch, ich glaube, also würde es dir helfen, wenn du erst auf Englisch oder in deiner Muttersprache schreibst und es dann übersetzt? Weil ich habe eine Zeit lang, als ich noch im Ausland gelebt habe, auch sehr, sehr viel einfach auf Englisch geschrieben und es dann ins Deutsche übersetzt. Das hat mir auch geholfen. Okay, Lilly, mit den Platten kommen wir gleich. Im Kofferraum entdeckte der Polizist ein Baby, lediglich in Leinen gewickelt. Seine Stirn zierte ein golden leuchtender Stern. Sowas hatte er noch nie gesehen. Geht so ein bisschen in die Alien-Richtung, oder? Das Schwert stammt aus einem geheimen Templerorden. Dieser Orden tat das Werk Gottes und wurde zur Hexenverfolgung eingesetzt. Es wurde bereits in den Apokryphen erwähnt, dann aber aus den alten Schriften gestrichen, um seine Existenz zu bewahren und zu verschleiern. Da, genau, das können wir gleich noch. Stell gleich gerne all deine Fragen zum Exposé-Buch, liebe. Das Schwert ist das außerirdische Material. Oder es ist Diebesgut und der Finder wird mitten in eine abenteuerliche Geschichte reingezogen. Schwert mit unglaublicher Geschichte gefunden. Mitten im Museum. Im Bonner Kunstmuseum kam es zu einem sensationellen Fund. Inmitten des traditionsbewussten Ausstellungshauses, das neben seiner ständigen Sammlung von Impressionisten regelmäßig Sonderausstellungen moderner Künstler zeigt, wurde am Donnerstag ein bedeutendes Schwert aus dem 8. Jahrhundert gefunden. Mitten im Mackesaal. Kopfschüttelnd überflog ich die wenigen Zeilen in der heutigen Tageszeitung. Auch richtig gut und direkt so ein ganz anderer Ton als jetzt eben bei den fantastischen Geschichten. Kann es übrigens sein, Michaela, dass ich eben Michael genannt habe, falls ja, tut es mir sehr, sehr leid. Richtig, richtig gut. Also sind auf jeden Fall alles Geschichten, in die ich reinlesen würde. Und dann würden wir uns jetzt mal anschauen, wie wir das Ganze weiterschwimmen. Ich habe die Charaktere vorgeschoben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr Geschichten habt, was zuerst da ist. Bei mir sind die Charaktere meist zuerst da und wird dann so zum Plot übergehen, weil ich finde, dass man für den irgendwie schon ein Gefühl für die Charaktere haben muss. Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr euch entweder Charaktere ausdenkt für die Geschichten, die jetzt gerade durch diese Writing-Prompts in euren Kopf kamen, oder aber ihr habt schon vielleicht welche und könnt da so ein bisschen mit weiterarbeiten. Oder schaut einfach, wenn ihr schon ein Buch fertig habt, ob ihr irgendwie noch was ergänzen möchtet, dann überarbeiten. Genau. Was ja so der Klassiker ist bei Charakteren, ist, dass man sich Steckbriefe anlegt. Man sagt, die Person hat braune Haare und dunkelbraune Augen. Vielleicht hat sie einen leichten Bart, hat eine Narbe an der Oberlippe. Man macht sich quasi so Gedanken, wie der Charakter aussieht und legt sich wie so eine Art Steckbrief an. Das ist absolut kein Geheimtipp. Ich denke, das macht jeder und dann achtet man auch einfach darauf, dass man darauf immer wieder zurückgreift und nicht irgendwie sich die Augenfarbe noch dreimal ändert. Oft passiert das dann im Manuskript doch und die Lektorin muss das dann rausfischen, das ist okay. Aber genau, solche Steckbriefe sind sozusagen die Klassiker. Was ich immer noch ganz gut finde, ist, wenn da nicht nur so Äußerlichkeiten draufstehen, sondern wenn ihr zum Beispiel überlegt, ob der Protagonist irgendwie eine Angst hat, wenn er eine Spinnenphobie hat, könnte das zum Beispiel zu lustigen oder auch weniger lustigen Situationen führen während des Romans. Oder aber er hat irgendwelche Ängste im Sinne von Verlustängste oder so, die ja dann sich im Endeffekt auch so auf sein Handeln und auf seinen Charakter auswirken. Und dann kommen wir auch schon so zum nächsten Punkt, die Vergangenheit der Figur. Das finde ich immer super wichtig, gar nicht mal, weil man das alles einbringen muss. Also jetzt haben wir natürlich so eine Geschichte mit so, ja, 8 Jahre und so weiter, da ist noch nicht so viel Vergangenheit da. Aber wenn ich Charaktere erschaffe, überlege ich mir auch immer, wie die Kindheit dieser Leute aussehen, was für ein Elternhaus sind die aufgewachsen. Waren die Eltern Akademiker oder ist mein Protagonist, meine Protagonistin ein klassisches Arbeiterkind, weil das zum Beispiel sehr, sehr viel ändert, wenn ich dann ein Uni-Setting habe oder auch so die Sprache, ist es dann eher bildungssprachlich oder eher nicht.
Wie sehen die finanziellen Verhältnisse aus? Das sind alles Sachen, die unseren Charakter weiter prägen. Und auf welche Schule ist die Figur gegangen? Hat sie mit den Schulfreunden noch Kontakt? Also sich da wirklich so ein Steckbrief mit mehreren Sachen anzulegen, auf die man dann zurückgreifen kann. Dann so Sachen wie Allergien, weil ich es immer interessant finde, dass das irgendwie nicht so wirklich vorkommt, dass irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten oder so drin sind. Das finde ich manchmal fast ein bisschen unrealistisch. Und es kann auch, je nachdem, was man schreibt, von Krimi bis Contemporary auch zu wichtigen Situationen dann führen, wenn eine Person eine Unverträglichkeit hat. Die nächsten Sachen nur so beispielhaft, über welches Geburtstagsgeschenk würde die Person sich freuen oder was macht sie an einem regnerischen Sonntag, einfach um sich so ein bisschen mehr einzufühlen in die Charaktere, solche Szenarien im Kopf durchzuspielen. Und was ich immer wichtig finde, vielleicht liegt es am Linguistikstudium, wie eine Person spricht. Ich habe immer, wenn ich Charaktere erstelle, so eine Art Fluchsheet und schreibe mir dann auf, wie die Person flucht. Sagt sie eher, scheiße, ich will jetzt nicht euch voll fluchen, ihr kennt Schimpfwörter oder so. Welche Schimpfwörter würden eure Charaktere verwenden? Habt ihr eine Figur, die gar nicht flucht und sowas sagt wie Ojemini oder so? Oder gerade schreibe ich ein Buch, das in Großbritannien spielt. Wenn ihr zum Beispiel nicht ein deutsches Setting habt, wäre es halt auch wichtig, dass die Person dann natürlich nicht, na gut, verdammt, ihr übersetzt das Buch ja, aber sie kann auch mal sowas sagen wie bloody hell oder so, dass ihr so ein bisschen Kolloquien irgendwie rein benutzt. Immer so Schimpfwörter benutzen wie bei wilde Kerle, 10 Wörter aneinander. Genau, zum Beispiel Kacke, verdammte, haben die immer gesagt, ne? Sowas würde gehen. Darf es auch ein klein wenig widersprechen? Beispielsweise die Protagonistin bekommt gegenüber älteren oder Autoritätspersonen nicht den Mund offen, ist eher verunsichert, der Gleichaltrigen schlagfertig und wortgewandt. Total, ich finde, das ist auch voll was. So funktioniert ja auch Sprache. Ich rede ja jetzt mit euch anders, als ich jetzt hinterm Set mit irgendwelchen Polino-Mitarbeitern rede oder mit meinen Freunden. Das auf jeden Fall total. Ich glaube, das ist auch ganz gut, um zu zeigen, wie eine Person sich in einer Situation fühlt. Wenn sie so ein bisschen gestelzter und angespannter redet, ist sie vielleicht eher so auf der Hut und nervöser. Also da könnt ihr total viel mitspielen. Das lese ich jetzt nicht vor, so. Es ist mir zu lang. Meine Figuren kommen aus ganz verschiedenen Verhältnissen. Er ist afroamerikanischer College-Footballspieler und muss für jedes bisschen Anerkennung kämpfen, während meine Protagonistin als Politikertochter immer höchstes Ansehen genossen hat. Trotzdem ist sie mindestens so unzufrieden mit ihrer Lage wie mein Protagonist. Hat richtig Spaß gemacht, dort mit Vorurteilen und so weiter aufzuräumen und diese gegenseitigen Leben zusammenzuführen. Total, vor allem, weil die ja dann gar nicht mehr so gehen. Also sie sind gegensätzlich natürlich aufgrund der externen Faktoren, aber wie du schon meintest, die internen sind ja gar nicht so widersprüchlich. Genau, dann haben wir natürlich noch Ziele. Das ist immer so ein bisschen das Wichtigste, sage ich jetzt, weil wir eine Ausgangssituation haben, in der der Protagonist oder die Protagonistin nicht super glücklich ist. Immerhin wollen wir sie ja woanders hinführen. Das heißt, ja, wir müssen so ein bisschen gucken, wo will meine Figur hin? Und das wird dann so der rote Faden unserer Geschichte. Man sagt quasi, es wird in vielen Schreibratgebern so genannt, wir haben ein Have, das Ausgangssituation unserer Person, ein Want, da will sie hin, und ein Need, wobei das oft so ein bisschen zusammenspielt. Und das muss man auch rausfinden, was ist das Ziel unserer Figuren, weil damit steht und fällt im Endeffekt dann auch euer Plot. Genau, weil hier steht leider der Name nicht, Personenbenutzer wäre es dann, er sucht vergeblich einen Job, dann wäre das absolute Ziel dann sozusagen in der Geschichte. Dann musst du am Ende der Geschichte auch auflösen, sozusagen, dass die Person dann einen Job hat. Genau, ich würde gerne eine kurze Übung machen. Ihr könnt euch jetzt einen Charakter suchen, entweder einen aus der Geschichte, die ihr mitgebracht habt heute, oder aus der Schreibübung. Und das hilft mir immer so ein bisschen, Charaktere kennenzulernen, gar nicht mal Protagonisten, sondern auch Nebencharaktere, dass ich einen Tag im Leben dieser Figur schreibe. Normalerweise mache ich das wirklich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends und schreibe so einen langweiligen Tag und gucke mir so an, was sie so machen. Das hilft mir immer so ein bisschen, Hobbys rauszufinden und welche Verhältnisse haben sie zu ihren Freunden und so weiter. Ihr könnt gerne so stichpunktartig einfach mal Notizen für euch machen, wie der Alltag eurer Charaktere aussieht. Oder falls ihr die Charaktere so ein bisschen in Stresssituationen kennenlernen wollt, habe ich 2 Writing Prompts. Einmal, ich würde nur einen davon, sucht euch einfach einen aus. Entweder deine Figur hat ihr Portemonnaie vergessen und steht an der Kasse, als sie es bemerkt. Wie geht der Tag weiter? Und das ist nicht so eine Rewe-Kasse, das ist so eine stressige Aldi-Kasse, wo irgendwie alles im Sekundentakt weitergehen muss. Wie würde eure Figur in so einer Situation reagieren? Oder der zweite Prompt, eure Figur wacht nachts auf. Was hat sie aufgeweckt und was tut sie? Und während ihr das macht,
suche ich mal ganz kurz ein Ladekabel. Ich habe auch die Technik heute und versuche mal kurz meinen Laptop zu laden. Ich bin sofort zurück. Beantworte ich gleich, Johanna. Vielen, vielen Dank für die Frage. So, sehr schön. Einmal mit Technik. Ich gebe euch gerade noch 3 Minütchen. Ich würde dabei schon mal ein paar Fragen, glaube ich, beantworten. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber Isabel, erstmal, das ist okay. Also wenn du, ich weiß nicht, wie dein Veröffentlichungsprozess aussieht, aber wenn du ein Lektorat zum Beispiel noch hast, sei es jetzt ein Stillektorat oder dann halt irgendwie im Verlag auch noch Inhaltliches, die streichen die Wortwiederholung schon raus. Und ich finde, es kommt auch ein bisschen darauf an, ob es eine wörtliche Rede ist. Wenn es eine wörtliche Rede ist, finde ich persönlich, dass sowas wie halt oder ja oder irgendwie, das sind alles Wörter, die werden normal rausgestrichen, dass die schon drin bleiben können. Das macht einfach Sprache ein bisschen lebendiger. Also ich persönlich nutze das auch und manchmal wollen sie meine Lektorin auch rausstreichen und ich mache dann die Anmerkung meiner Lektorin einfach weg und lasse es drin, weil ich das in der mündlichen Rede eigentlich voll okay finde. Das sind halt einfach solche Partikeln, die gehören zur Sprache dazu. Johanna hat noch eine Frage gehabt. Während du schreibst und nicht mehr weiterkommst, arbeitest du dann weiter an den Charakteren? Schreibst du dann solche Prompts wie ein Tag im Leben von oder machst du einfach Pause? Kommt ein bisschen drauf an, warum ich nicht weiterkomme. Wenn ich so ein, zum Beispiel morgen werde ich wahrscheinlich nicht schreiben, weil ich den ganzen Tag schlafen werde. Aber wenn es quasi aufgrund meiner, ich sag mal, physischen Verfassung ist und ich kann nicht schreiben, dann mache ich Pause. Wenn ich nicht weiterkomme, weil ich in der Geschichte hänge, mache ich keine Pause, dann rufe ich Freunde an oder irgendwelche Leute, Unbeteiligte und rede mit denen über meinen Plot. Und meistens ist es so, ich persönlich glaube nicht an Schreibblockaden. Ich glaube nicht, dass, also im Endeffekt ist Schreiben ein Handwerk und ich persönlich glaube nicht, dass irgendwas dich so blockieren kann, dass du eine Geschichte nicht mehr schreiben kannst, außer natürlich, es hat irgendwelche psychologischen Ursachen. Aber insgesamt denke ich, kann jeder Knoten gelöst werden und wenn es irgendwie in einem Plot ein Problem gibt, kann sich das lösen lassen. Dann ist irgendwie der Faden hat sich vielleicht verheddert und du musst ihn wieder so entheddern und die Fäden hinten wieder richtig zusammenführen. Solche Prompts helfen mir eher, wenn ich das Gefühl habe, wie du halt gerade meintest, dass ich bei einem Charakter nicht weiterkomme. Oder das habe ich manchmal beim Schreiben, weil ich aktuell ja auch Bücher sehr schnell schreiben muss, dass ich ein bisschen Angst habe, die Charaktere noch nicht gut genug zu kennen. Und da hilft mir das dann, die schneller besser kennenzulernen, gerade bei Nebencharakteren. Josie, welcher Satz? Entschuldigung, ich habe gerade so viel gesagt. Wie kann
ich meine Charaktere sympathischer für mich und meine Leser machen? Durch was werden Charaktere langweilig spannender? Langweilig sind Charaktere ohne Macken. Das heißt nicht, also es ist immer so, dann so die Balance, mach sie nicht zu unsympathisch, aber mach sie auch nicht zu langweilig. Da gibt es auch einen richtig guten Schreibratgeber, Save the Cat, also rette die Katze quasi. Der wurde noch nicht leider ins Englische übersetzt, den gab es erst fürs Drehbuchschreiben und jetzt nochmal fürs Bücherschreiben. Und da die Grundmessage ist wirklich Save the Cat, also rette die Katze, dass ihr euren Protagonisten, auch wenn der am Anfang vielleicht noch eher so antagonistisch angelegt ist und kein guter Charakter ist, ihr müsst ihn etwas tun lassen, das Sympathie bei den Zuschauern hervorruft. Sowas wie eine Katze von einem Baum retten, daher kommt quasi der Titel des Buchs. Das könnt ihr machen. Mitleid funktioniert gut. Gerade, wir hatten eben kurz das Beispiel mit jemandem, der nicht einen Job findet. Ich denke, da können sich viele reinversetzen, wenn man nicht so ganz zufrieden in seiner aktuellen Arbeitssituation ist. Also die wirklich nahbar zu machen und ja, Dinge und Situationen zu schaffen, in denen eure Charaktere so reagieren, dass wir mit ihnen sympathisieren oder uns in sie reinversetzen können. Das hilft auf jeden Fall. Nicht ins Deutsche übersetzt. Doch der für Drehbücher wurde ins Deutsche übersetzt. Den habe ich aber leider nicht gelesen. Der für Romane leider noch nicht. Das mit dem Festhängen. Ich meinte, dass ich nicht an eine Schreibblockade in dem Sinne glaube, außer halt, sie hat psychologische Ursachen, sondern dass ich glaube, wenn man blockiert ist, dass es nicht an einem unbedingt liegt oder an seinem Schreiben, sondern an der Geschichte, dass irgendwas in der Handlung noch nicht stimmt, was man noch entknoten muss. Wenn man zum Beispiel bei einer Szene nicht weiterkommt, liegt das vielleicht daran, dass die Szene nicht die richtige fürs Buch ist, sondern dass man die Handlung anders aufdröseln muss, um wieder weiterzukommen. So war es bei mir zumindest immer. Schreibe ich mit der Hand oder online? Ich schreibe mit einem Schreibprogrammscreener. Ich glaube, mit der Hand, ich habe hier schon, mein Finger ist hier schon ein bisschen taub, weil ich mal zu viel geschrieben habe. Ich glaube, dann wäre ich ausgenockt bei 3 Büchern im Jahr. Die schreibe ich alle. Ich habe auch mit Word angefangen, also muss kein Schreibprogramm sein. Da braucht es nichts, was irgendwie Geld kostet. Also ich würde mal ein paar Sachen vorlesen, aber stellt gerne auch weiter Fragen. M wachte schweißgebadet auf. Noch nie war sie in einen Traum gefallen und dieses Gefühl war so real. Sie blinzelte, setzte sich auf und schrie kurz auf, als ein kleiner schwarzer Fleck auf ihrem Schoß landete. Um Himmels Willen, Charlie, seufzte sie, ich hab's eher geschrien, und streichelte ihren Kater auf ihrem Schoß. Das heißt, wir haben auch schon direkt ein Haustier eingeführt, finde ich sehr, sehr gut. Bei Silvia würde die Figur durch undefinierbare Geräusche aufwachen. Und sie würde sehr ängstlich gleich ihre Zimmertür verriegeln, schnell abschließen und dann dem Geräusch lauschen und mit richtig rasendem Herzen und so angezogener Bettdecke am Haus sitzen. Und das sind aber so Situationen, jetzt sieht man ja schon, dass deine Figur eher ängstlich ist. Sie hätte ja quasi auch in die Küche rennen können, sich ein Messer nehmen können und dann irgendwie schauen können, ob jemand im Haus ist. Was vielleicht eine sehr extreme Reaktion ist. Aber es ist immer ganz interessant zu zeigen, wie Charaktere auf sowas reagieren, um sie zu charakterisieren. Bei Alina war es ein Albtraum an den Tag, der alles endete. Das heißt, da haben wir schon so einen kleinen Teaser, dass er irgendwie auch so ein Geheimnis mit sich rumträgt. Ich würde gerne alles vorlesen, ich glaube, das ist zu viel. Save the Cat ist das angelsächsische Deutsch. Das sind alles germanische Sprachen, alles das Gleiche. Von Blake Snyder, stimmt, ja. Das macht dann 34,67, sagte die Dame an der Kasse zu mir. Ich griff in meinen Jutebeutel und merke zu meinem Erschrecken, dass mein Geldbeutel fehlt. Ich schaue zu Elle und sie merkt, wie ich leicht panisch werde. Sie legt ihre Hand auf meine Schulter, um mich zu beruhigen. Scannen Sie meine Artikel auch ein, ich bezahle den Einkauf. Die Kassiererin nickt und fährt mit ihrer Arbeit fort. Als wir den Supermarkt verlassen, überlege ich fieberhaft, ob ich meinen Geldbeutel eingepackt hatte. Ich war mir zu 100% sicher und hatte doch extra nachgeschaut. Vielleicht ist er vorhin aus meiner Tasche gefallen, als wir das Haus so überstürzt verlassen hatten. Dann wird noch direkt die Freundin eingeführt und du könntest dir direkt überlegen, findet jemand das Portemonnaie und was geschieht dann damit weiter? Vivian überlegt, alles umzuplotten. Warum? Oh je. Aufgeweckt, aber jetzt war alles ruhig. Angespannt horcht sie in der Dunkelheit, in der Ferne brummt ein Motor. Aber das war es nicht, was sie weckte. Das klingt nach so einem richtig guten Thriller-Anfang.
findet man das richtige Ende eines Buchs? Dazu kommen wir. Wie kann man Lücken schließen? Ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Plot weiter. Dann können wir uns das nämlich alles anschauen. Ich habe ja, wie gesagt, mir drei sozusagen Plotmethoden überlegt. Wie finde ich meine Plotmethode? Es gibt wesentlich mehr als drei. Es wurde ja gerade schon Zack Snyders Buch erwähnt, dass er sehr akribisch vorgeht. Ich habe gedacht, wir gucken uns heute mal drei verschiedene aber an. Die Heldenreise ist besonders gut für Fantasy geeignet, so den Kampf gegen irgendwelche Mächte. Das kennt man aus Herr der Ringe zum Beispiel, ist eine klassische Heldenreise. Wir haben das 7-Punkte-System, davon bin ich sehr, sehr großer Fan, weil das noch genug Freiheiten für Flexibilität und Spontanität lässt, aber auch so wirklich hilft, einen Roman von Anfang bis Ende zu plotten. Ich mache all meine Exposés, fange ich mit der 7-Punkte-Methode an, die gucken wir uns auch an. Die ist übrigens von Dan Wells, also auch ein Autor. Und die Schneeflockenmethode ist ein bisschen akribischer. Ich zeige euch die gleich. Man kann sich da aber ganz gut auch einzelne Punkte sozusagen anschauen und rauspicken. Ich nehme davon auch nie alle. Ich dachte, wir beginnen mal kurz mit der Heldenreise. Ich hoffe, ihr kennt alle Herr der Ringe und Harry Potter. Ich habe jetzt einfach die beiden mal genommen, um einfach so es ein bisschen anschaulicher zu machen, was eine klassische Heldenreise ist. Für all jene von euch, die vielleicht Fantasy schreiben. Man kann das aber theoretisch auch für New Adult oder irgendwelche Liebesromane oder klassische Belletristik nehmen. Familienromane, das würde auch alles funktionieren. Wir haben bei einer Heldenreise, wie der Name schon sagt, eine Reise und wir beginnen in der gewohnten Welt. Also so der Alltag des Protagonisten oder der Protagonistin. Und relativ deutlich, wenn wir jetzt irgendwie das Auenland bei Herr der Ringe angucken oder bei Harry Potter wäre es irgendwie dann bei den Dursleys. Mein Bild hängt schon wieder, nicht wahr? Das ist super, dass die Technik heute so schön funktioniert. Warte kurz. Ich habe es sofort. Hoffe ich. Ausgedruckt an der Wand, was? Bildschirmübertragung läuft, nur das Video hängt. Ja, danke schön fürs Bescheid sagen. Ich schließe mal meine E-Mails, dass ihr die nicht seht. So, das seht ihr, aber warum seht ihr mein Bild nicht? Ich beende mal ganz kurz die Bildschirmübertragung und mache mal ganz kurz mein Video neu an. Jetzt seht ihr mich wieder, okay. So, und jetzt müsstet ihr gleich auch wieder meinen Bildschirm sehen können. Es tut mir so leid, Technik ist einfach. So, jetzt geht wieder alles, oder? Ich hoffe. Läuft wieder alles. Dankeschön, Andreas. Sehr gut. Ey, ohne Mist, das ist immer das Schlimmste, wenn einfach Technik nicht funktioniert. Ich hoffe, dass wir irgendwann einfach Workshops in Räumen haben können. Ich habe auch schon gemeint, ich würde eigentlich super gerne mit euch so richtig Exposés erarbeiten. Ich weiß, dass das in der Kürze der Zeit nicht geht. Ich dachte auch ganz am Anfang mal, wir haben bestimmt so 4 Stunden und können richtig in die Texte gehen. Da hätte ich wirklich Lust drauf. Kennen wir seit dem Homeoffice ja alle. Ja, ich habe aber keine Lust mehr. Okay, aber machen wir weiter. Genau, wir fangen einfach nochmal an. Also quasi von der Heldenreise. Wir haben eine Ausgangssituation, kennt man ja aus allen Büchern. Man stellt den Held in seinem Alltag und in der gewohnten Welt sozusagen vor. Zum Beispiel Harry bei den Dursleys. Dann haben wir den Ruf des Abenteuers. Beispiel Harry Potter wären das jetzt diese ganzen Briefe, die mit den Eulen reinkommen. Bei Frodo und halt im Auenland wäre es beispielsweise Gandalf, der irgendwie ankommt. Man weiß schon, irgendwas führt er im Schilde mit diesem Ring. Und wobei das jetzt wäre jetzt ein Hobbit, aber egal. Dann haben wir die Verweigerung. Das heißt, in der Regel ist es so, dass der Held dann erstmal diesen Ruf verweigert, dass man so ein bisschen merkt, er ist eigentlich nicht so der Abenteuerlustige, er ist kein klassischer Held, sondern meistens sind das irgendwelche Anti-Helden, die genommen werden. Das wäre bei Harry jetzt eigentlich eher so ein externer Faktor, weil Vernon Dursley sich ja seine Briefe schnappt und sagt, er geht auf gar keinen Fall auf die Schule und alles. Genau, Isabel, das hatte ich mir auch überlegt. Genau. Dann haben wir die Schwelle. Und nee, erst haben wir noch den Mentor, genau. Und der Mentor, bei Harry Potter wäre es sowas wie erstmal Hagrid, der ja erstmal Harry so ein bisschen holt. Und dann wäre es später Dumbledore eigentlich in den späteren Verläufen. Genau, und dieser Mentor sorgt dafür, dass die Person doch dieses Abenteuer antritt. Also man hat schon so ein bisschen, man sieht, der Held möchte das eigentlich nicht, aber irgendetwas holt ihn dann doch in diese Heldenreise rein. Und dann geht es auch schon los in die unbekannte Welt. Da wären wir jetzt halt im klassischen Fantasy-Setting. Man könnte aber, wenn man das auf einen
belletristischen Contemporary-Roman auslegt, auch sagen, okay, die Figur steigt in den Bus und tritt eine Reise an. Das muss nicht zwingend Fantasy sein. Dann übertritt sie quasi diese Schwelle. Bei Harry Potter wieder relativ anschaulich, weil wir Gleis 9 und 3 Viertel haben. Bei Narnia wäre es eben diese Tür. Da gibt es etliche Symbole, die man verwenden kann. Dann trifft unser Protagonist, unsere Protagonistin auf Verbündete und Feinde. Da führen wir dann weitere Charaktere sozusagen ein. Und dann geht das Buch, gewinnt so richtig an Fahrt. Also hier, das braucht sozusagen gar nicht so viel Zeit, während Verbündete und Feinde und die tiefste Höhle so die Punkte sind, die mit am längsten brauchen. Und zwar, ich bleibe jetzt beim Harry Potter Beispiel einfach in der Hoffnung, dass es die meisten Leute einfach schon kennen. Haben wir quasi, wenn wir an Hermine, Ron denken und Malfoy so ein bisschen als Antagonisten, haben wir verschiedene Prüfungen, die die beiden bewältigen müssen. Und zwar in der tiefsten Höhle, bei Harry Potter wieder relativ anschaulich, weil sie ja in diesem Harry Potter 1 Stand der Weisen, ich hoffe, ihr kennt das, gehen auf jeden Fall, treffen sie auf so einen Hund, der so eine Art Falltür bewacht und dort fallen sie dann quasi hinunter und ab dann beginnen so die richtigen Prüfungen. Sie haben vorher schon so ein paar kleine Dinge, das passiert meistens bei Verbündeten und Feinden in der Phase, die sie auf die Bedrohung vorbereiten. Beim Hobbit beispielsweise wären es diese Spinnen im Wald, bei Harry Potter wäre es der Troll im Badezimmer. Also wir haben vorher schon so kleine Dinge, die die Spannung am Laufen halten und die dafür sorgen, dass unser Protagonist oder unsere Protagonistin Fähigkeiten erlangt, die er oder sie später noch braucht. Dann kommen wir, wie gesagt, in die tiefste Höhle und die führt uns zu einer entscheidenden Prüfung. Bei Herr der Ringe wäre es dann später die entscheidende Prüfung, kann Frodo den Ring da reinschmeißen oder nicht. Bei Harry Potter ist es der Endkampf. Das ist halt dieses klassische Heldenreise und hat eigentlich immer irgendeine epische Schlacht am Ende, auf die die Person vorher vorbereitet wurde. Wenn das geschafft ist, gibt es eine Belohnung. Bei Harry Potter wäre es dieser Stein der Weisen im Prinzip, auch wenn Harry dann davon nicht so viel hat. Bei Frodo wäre es, dass endlich der Ring zerstört. Also ich hoffe, ich spoilere keine Literaturklassiker. Und dann tritt die Personengruppe den Rückweg an. Oft gibt es dann nochmal einen Showdown. Das kann negativ ausfallen. Das wird aber oft auch einfach weggelassen. Bei Herr der Ringe geht es ja auch relativ geradlinig sozusagen zurück. Bei Harry Potter wäre es so ganz kurz sozusagen Voldemorts Geist kann ein bisschen nochmal als Showdown gesehen werden, einfach als Teaser, dass irgendwas noch nicht so im Reinen ist und das noch weitergehen könnte. Und wir gehen zurück in die gewohnte Welt. Das wäre so klassische Heldenreise. Ich denke, euch allen fallen Filme ein. Die Mädchen aus Seven Sisters, das kenne ich tatsächlich gar nicht, Biggie, aber voll gut, dass du direkt was gefunden hast. Matrix zum Beispiel auch. Also diese Belohnung, das wäre dann für Neo von der Matrix, dass er jetzt die Matrix beherrscht. Also man kann das wirklich auf super viele, viele Filme und Geschichten ausweiten. Und es funktioniert auch immer. Woher weiß man, ob das Buch ein Einzelbuch sein sollte oder einer mit mehreren Teilen? Es kommt einfach darauf an, bis deine Geschichte fertig erzählt ist. Du kannst auch ein Einzelband machen mit Option auf mehr Teile, dass du noch Fragezeichen offen lässt. Welches Genre schreibst du, Bernhard? Weil ich weiß, dass es in der Fantasy auch immer gut ist, das Buch erstmal als Einzelband zu planen, weil Verlage, wenn du noch nicht veröffentlicht bist, sehr vorsichtig sind, direkt eine Reihe einzukaufen. Also falls es möglich ist, bei manchen Büchern geht es auch einfach nicht. Lucinda Riley, die sieben Schwestern. Ah, okay. Seven Sisters. Ja, hätte ich mal übersetzen können. Ich muss gestehen, ich habe leider noch nichts von Lucinda Riley gelesen. Ich sollte das dringend ändern. Genau, kommen wir zu meiner liebsten Plotmethode. Und eben wurde ja schon gefragt, wie findet man ein gutes Ende? Das Sieben-Punkte-System wurde von Dan Wells entwickelt oder zumindest hat er es niedergeschrieben. Gibt es auch super viele Quellen online zu. Und besteht aus sieben Punkten, wie nicht schwer zu erraten ist. Und er sagt, man soll mit dem Ende anfangen bei einem Plot. Er sagt quasi, ihr habt euren Charakter und ihr habt so ungefähr die Ausgangssituation. Plottet zuerst das Ende. Könnt ihr gerne mal überlegen, was bei eurer Geschichte das Ende wäre. Wir hatten eben schon eine Person mit, die irgendwie einen Job sucht und so weiter. Dann wäre das Ende, dass die Person einen Job findet. Vielleicht wollt ihr, hättet ihr jetzt für eure Geschichtenidee schon ein Ende? Könnt ihr gerne kurz schreiben. Gilt es auch für ein A-Romance? Ich mache es immer so, ich schreibe eine, also es kommt drauf an, meistens ist es ja so, ist ja bei meiner Reihe auch so, es sind unterschiedliche Paare in der Romance. Das heißt, die würden auch als Einzelbände funktionieren. Ich habe es als Einzelband angeboten und habe unten unter mein Exposé noch geschrieben, Option auf Folgebände und habe quasi geschrieben, was in Band 2 und 3 passieren könnte. Ist ein bisschen geschummelt, aber so hast du quasi drei Teile zum Preis von einem. Nicht zum Preis von einem, du wirst schon mehr bezahlt, aber ja.
Genau, und tatsächlich war es aber auch immer so, dass ich bei New Adult auch dann immer gefragt wurde, ob ich mir auch eine Trilogie vorstellen kann. Du hast am Anfang direkt gewusst, wie es enden soll. Woher weiß man, wann ein Buch fertig ist? Meinst du fertig zum Veröffentlichen oder meinst du fertig erzählt? Sehr gut, Isabel. Genau, also habt ihr quasi schon gemacht, was Dan Wells gesagt hat. Er sagt nämlich, ich versuche ein bisschen was muss ich hier leider ablesen, weil ich das einfach mittlerweile so mache und Sachen aufdrösel. Ich mache tatsächlich meistens ein Word-Dokument und schreibe mir Punkt 1 bis 7 und dann versuche ich die Handlung, die ich habe, so ein bisschen auf die einzelnen Teile aufzuteilen. Und wenn ich dann auch irgendwo merke, da steht erst ein Stichpunkt, weiß ich, dass ich da nochmal ran muss, an zum Beispiel den Mittelpunkt und noch mehr machen muss. Genau. Also er sagt, wie gesagt, beginne mit der Auflösung, richte alles nach dem Ende der Geschichte aus. Baue vorher kleine Geheimnisse und Rätsel ein, die schon auf das Ende vielleicht hinführen und verliere wirklich von Punkt 1 an nie das Ziel aus den Augen, wohin du möchtest, was auch wirklich wichtig ist für die Charakterentwicklung. Dann sagt er, soll man den Anfang planen. Das heißt, ihr habt euer Ende, ihr wisst, happily ever after, die Personen sind zusammen, Person B hat endlich ihren Job gefunden, Person A hat es aus dem Elternhaus rausgeschafft. Wie muss der Anfang aussehen? Das würde bedeuten, die Charaktere sind noch nicht zusammen, Person B ist noch arbeitslos, Person A wohnt noch bei ihren Eltern. Das heißt, ihr schafft quasi das genaue Gegenteil der Auflösung und müsst dann gucken, wie die Charakterentwicklung sozusagen weitergeht. Dann sagt er, guckt man sich den Mittelpunkt an, der auch so mit dem, sage ich mal, größten Raum, zumindest bei der Denkkapazität einnimmt. Und bis dahin, also ihr habt quasi eine erste Hälfte und eine zweite Hälfte im Roman klassischerweise. Bis hierhin reagiert euer Charakter mehr auf Dinge, die ihm passieren. Und ab dem Mittelpunkt wird er erst so richtig aktiv, dass sich etwas ändert. Und da passiert dann meistens so ein Ereignis, das irgendwie die Welt verändert, zumindest die Welt des Protagonisten und die ihm das Gefühl gibt, er muss jetzt aktiv werden, um aus der Situation auszutreten. Ich hänge mich so ein bisschen an dem Jobbeispiel auf, weil das relativ plakativ gut funktioniert. Sagen wir mal, Protagonistin und Welt ist ziemlich unzufrieden irgendwie mit ihrem Job, aber sie ändert nicht so richtig was, weil es auch schwer, Jobs zu finden. Mittelpunkt konnte sein, sie verliert ihren Job, sie muss jetzt einen neuen suchen. Genau. Das wäre sozusagen, das macht man automatisch. Das ist es aber, Liv. Ich glaube, wenn man viel liest, macht man diese Dinge auch wirklich automatisch, dann geschehen die einfach. Genau. Dann sagt er, nach dem Mittelpunkt kümmern wir uns um die erste Wendung. Das mache ich meistens auch noch so und ab dann mache ich es nicht mehr so wie Dan Wells, aber bis dahin schon. Dieses eine Ereignis, dass die Welt sich zum ersten Mal verändert. Wir haben ja schon gesagt, hier geschieht noch mal was. Bücher, möglicherweise geschehen da ständig Dinge und irgendwelche Dinge, die andere ja, Begebenheiten des Protagonisten wieder komplett umwerfen und er muss wieder darauf reagieren und agieren. Aber ihr braucht quasi ein Ereignis, das die Welt verändert. Jetzt Beispiel bei Breakaway beim ersten Buch war es so, dass Lia an der Uni etwas passiert ist, was es für sie unmöglich gemacht hat, an diesem Ort zu bleiben. Das war so dieses eine Ereignis und sie wusste, die Welt verändert sich jetzt. Sie wurde aber gezwungen, dahin zu handeln. Also wir sind noch nicht am Midpoint, wo sie wirklich Lust hat, aktiv was zu ändern. Und sie ist dann in den Bus gestiegen und nach Berlin gefahren, um da ein neues Leben zu beginnen. Und dann passiert der erste Kniff, etwas muss schiefgehen, eurem Charakter wird es schwer gemacht. Versucht wirklich, erschafft einen Charakter, den ihr liebt und quält ihn so gut es geht, quält ihn so häufig es geht und dann schafft ihr auch, wie wir es eben hatten, wie schafft man sympathische Charaktere. Das passiert dann meist ganz gut, weil man einfach Mitleid empfindet. Das heißt, ihr habt quasi euren Aufhänger, Protagonist und Welt. Irgendwas geht schief, das euren Protagonisten so richtig leiden lässt und dann, genau, muss quasi der Protagonist handlungsaktiv werden. Dann wendet es sich meistens kurz zum Guten nach dem Mittelpunkt. Der Protagonist wurde aktiv, hat etwas getan, was sein Leben vielleicht positiv beeinflusst. Er hat vielleicht neue Freunde gefunden, vielleicht hat die Person Jobangebote und hat jetzt vielleicht sogar kurz einen Job und denkt, alles läuft gut. Und dann nehmt ihr ihm wieder etwas weg. Ihr müsst euch wirklich überlegen, was tut meinem Protagonisten am meisten weh? Was könnte Protagonist, Protagonistin verlieren? Und dann droht wirklich alles zu nehmen oder nehmt es auch weg, wenn es möglich ist. Und macht die Situation so aussichtslos wie möglich. Also bei meinem Fall, ich will jetzt nicht spoilern, aber bei Breakaway war es dann so, dass sie wirklich sich komplett von allen abwenden musste und alles ging schief und alte Traumata kamen wieder hoch und sie lag im Endeffekt einfach nur heulend auf dem Sofa und dachte, nichts passiert mehr Positives sozusagen. Das war die schlechteste Zusammenfassung ever, ohne den Inhalt zu verraten. Und dann macht ihr quasi so einen Kniff, der zum Ende hinführt. Und der euren Protagonisten oder eure Protagonistin zum Handeln zwingt oder etwas gibt,
was das Handeln ermöglicht. Also wenn ihr euch den Plot so ein bisschen vorstellt, wird das so eine Wellenbewegung quasi aus Ups and Downs. Und ich finde, es fühlt sich beim Plotten manchmal fast ein bisschen konstruiert an, wenn man denen ständig wieder so Steine vor die Füße wirft. Aber in einem Buch funktioniert es dann am Ende tatsächlich. Und bei mir wird es immer so in Exposés, dass meine Agentin immer reinschreiben, mach es noch dramatischer, lass es noch mehr eskalieren. Also quält sie wirklich. Es kommt einem manchmal übertrieben vor. Ohne die Steine wäre es zu einfach, genau. Liv hat zu jedem Punkt direkt einen Handlungspunkt im Kopf. Das ist richtig, richtig gut. Und es hilft auch wirklich, wenn du dir von 1 bis 7 das aufschreibst und schon mal so alle Stichpunkte, die dir auffallen, machst. Und wenn du dann irgendwo merkst, da sind ein bisschen wenig, kannst du nämlich sehen, wo es dann hakt. Und bei mir ist es immer auch so beim Schreiben, dass es genau an der Stelle auch hakt. Für alle, die Stichpunkte lieben, haben wir die Schneeflockenmethode. Zu der komme ich aber gleich. Ich würde, wenn ihr mögt, auch schon mal ein paar Fragen beantworten. Es tut mir übrigens leid, dass das gefühlt gerade so Plotten auf Speed ist, weil wir noch so wenig Zeit haben. Aber ich dachte, ich schicke euch die Folien sowieso noch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, wie gesagt, jederzeit. Die Geschichte im Januar beenden, das ist realistisch, weil ich gerade jeden Tag an ihr schreibe. Dann ist es auf jeden Fall realistisch. Kann diese gute Phase, wo alles toll ist, auch sehr kurz sein beim Mittelpunkt? Ja, ist sie bei mir tatsächlich auch häufig. Ich finde auch, wenn es zu lange zu gut läuft, ist es nicht so spannend zu lesen. Man kennt das ja aus Serien. Das ist ja, Charaktere haben On-Off-Beziehungen, ständig geht irgendwas schief. Aber leider ist es wirklich so, dass uns Drama einfach mehr reizt als Friede, Freude, Eierkuchen. Also die kann ruhig kurz sein. Du quälst beide Protagonisten, genauso muss das sein. Könnte man auch nach diesem Ereignis einsteigen und es dann später erst aufnehmen? Ja, ich weiß nicht, ob mein Buch, wahrscheinlich kennst du es jetzt nicht auswendig, aber ich hatte ja hier eben das Ereignis passiert. Bei mir steige ich im ersten Kniff ja quasi schon ein. Also mein Buch beginnt ja, als sie schon in Berlin ist und man erfährt erst nach und nach, was ja an ihrer alten Heimat geschehen ist. Das geht auf jeden Fall. Also da könnt ihr frei plotten. Wenn ein Buch fertig hat, wo kann man das veröffentlichen? Kommt ganz darauf an, ob du Self-Publishing machen möchtest. Dann kannst du natürlich, ich bin im Tolino-Veranstaltung, aber du könntest rein theoretisch auch zu Kindle Direct Publishing gehen. Du könntest bei Tolino kannst du auch veröffentlichen. Und ich glaube, mittlerweile geht sogar auch Print on Demand bei Tolino. Du könntest zu BOD, es gibt super viele Anbieter. Und falls du zu einem Verlag möchtest, kannst du entweder dem Verlag dein Exposé schicken. Jede Verlagsseite hat so eine Seite, was sie für Anforderungen an ein Manuskript haben. Da schickt man ein Exposé und so 30 bis 50 Seiten Leseprobe hin. Oder du suchst dir eine Literaturagentur. Was ich nur empfehlen kann, ich bin damals ohne gestartet, habe mittlerweile aber auch eine, weil die einem einfach bei super vielen rechtlichen Sachen auch hilft. Voll schön, Mandy, ich auch. Genau. Dankeschön, Sue. Okay. Ich würde mal zur Schneeflockenmethode übergehen. Die nutze ich nicht, weil mir die... Das Ding ist, ich hasse Plotten eigentlich und ich musste es mir dann beibringen, weil ich einfach Verträge haben wollte und Verlage das möchten, so nach dem Motto. So, oder außer ihr habt schon ein fertiges Buch, das funktioniert. Aber momentan ist es ja so, ich verkaufe ja Bücher, bevor ich sie überhaupt schreibe. Ich verkaufe ja Ideen an den Verlag, dann kauft der Verlag die Idee ein und dann beginne ich erst mit dem Schreiben. Das heißt, ich brauche leider einen Plot. Und die hier ist ganz praktisch. Und zwar besagt die Schneeflockenmethode etwas, was ich überhaupt nicht kann. Fasst euer Buch in einem Satz zusammen. Circa 15 Wörter, nicht mehr. Falls das jetzt einer von euch hinkriegt, Respekt, ihr könnt es gerne mal im Chat versuchen. Man sagt auch, dass man sich ruhig bis zu einer Stunde dafür nehmen soll. Haben wir jetzt nicht. Wenn ich gefragt werde, sage ich immer, es geht um Liebe. Das zählt aber nicht. Also ihr sollt wirklich sagen, ohne die Namen der Charaktere zu nennen, worum geht es in eurem Buch? Ein Satz. Falls ihr es probieren möchtet, macht es super gerne. Ich würde schon mal weitermachen. Aber ich würde mich freuen, falls ihr euch dran versucht. Ich will es gar nicht machen. Ich bin darin super schlecht, tatsächlich. Wenn ihr das gemacht habt, diese Einsatzzusammenfassung, also stellt euch vor, eine Schneeflocke geht zu einem immer größer werdenden Schneeball bis zu so einer Art Lawine am Ende. Bei der Lawine steige ich aus, ich mache immer noch bis zum Schneeball mit bei der Methode. Dann fasst ihr statt eines Satzes eure Geschichte in einen Absatz zusammen. Und es gibt da auch, glaube ich, so Vorgaben, wie lang das circa sein soll. Genau, der Absatz soll aus ca. 5 Sätzen bestehen, abhängig von der Anzahl der Katastrophen. Wenn jetzt 20.000 Katastrophen passieren, kann das auch ein bisschen länger sein. Aber im Prinzip soll jeder Satz in dem Absatz auch seine Relevanz haben. Und genau, der letzte Satz soll dann das Ende eures Buches beschreiben.
Das ist vielleicht noch ganz wichtig für Exposés. Ihr verratet alles. Ihr müsst dem Verlag nicht irgendwelche Geheimnisse der Geschichte schmackhaft machen. Ihr verratet den gesamten Plot sozusagen. Mein Buch handelt von meinen Erlebnissen und Erkenntnissen auf dem Camino. Perfekt. Aber du kannst ja noch irgendwie, weil was für Erkenntnisse hast du denn? Was für Erlebnisse? Ist da irgendwas total Cooles passiert, was den Lesern sowas mitgibt? Weil dort waren ja sicher, auf dem Camino Francés, war das richtig? Ich hoffe. Waren ja sicher schon ein paar mehr Leute, aber was gibst du denen mit? Was war so für deine Erkenntnis? Hast du da minimalistisch leben gelernt oder hast du dein eigenes Durchhaltevermögen bewiesen? Vielleicht kann man da schon so ein bisschen zeigen, warum du der perfekte Mann für diese Geschichte bist. Genau. Das hätten wir. Und dann, wenn ihr euren Absatz habt aus 5 Sätzen, widmen wir uns den Charakteren. Das haben wir eben schon so ein bisschen gemacht. Da verlangt die Schneeflockenmethode einfach, dass ihr ja zu allen Charakteren irgendwie ein bisschen was schreibt und so ein bisschen, das mache ich mittlerweile auch in Exposés, die Geschichte eurer Charaktere schreibt. Das heißt, ihr könnt auch sagen, wie sie aufgewachsen sind, was wir vorhin hatten, dann natürlich die Handlungsrelevanz für die Geschichte. Und da geht es nicht um Äußerlichkeiten oder so, sondern tatsächlich die Ziele der Personen, das, was wir vorhin hatten. Genau, und dann verfasst ihr so eine Art Storyline und sagt, welche Ziele die Person sich gegenüber sieht und was so die Hindernisse vielleicht auch sind. Wenn ihr das gemacht habt, und da steige ich meistens, den Punkt lasse ich meistens weg, sollt ihr, das mache ich noch, fügt jedem Satz aus dem zweiten einen eigenen Absatz hinzu. Das heißt, ihr habt euren 5-Satz-Absatz und verlängert den. Das heißt, der erste Satz aus dem Absatz bekommt einen neuen Absatz, der zweite Satz bekommt einen neuen Absatz. Und wenn ihr das so weitermacht, ist das super hilfreich, am Ende ein Exposé daraus zu bekommen, weil ist gar nicht so leicht, eigentlich wäre das viel länger. Aber genau das ist es halt. Außerhalb der Mauern startete die Reise von Kalisia, die mithilfe des zukünftigen Thronfolgers durch die Welt reist, um einen tödlichen Wettkampf zu gewinnen. Das sind mehr als 15 Wörter. Ist aber voll okay. Das ist in Ordnung. Und dann könntest du das jetzt quasi zu einem Absatz ausbauen und dann quasi immer weiter deine Handlung erweitern. Und wenn ihr das gemacht habt, und den Schritt meinte ich, lasse ich immer weg, solltet ihr die Geschichte aus der Sicht jedes Charakters zusammenfassen. Jedes Protagonisten, wann auch immer der auftaucht. Das ist mir meistens zu anstrengend. Wie Nicola Hotel eben meinte, ich liebe es, kreativ zu sein, ich bin produktiv, aber ich bin auch irgendwie sehr faul und deswegen lasse ich das meistens weg. Und hilft aber dann eigentlich, um so die verschiedenen Perspektiven der Charaktere kennenzulernen. Dann wiederum nehmt ihr euch euren ganz, ganz langen Absatz vor, den wir gerade geschaffen haben, und erweitert jeden Absatz auf eine ganze Seite. Wenn ihr das macht, habt ihr am Ende so 5 bis 6 Seiten eurer Handlung und länger muss ein Exposé überhaupt nicht sein. Das heißt, ihr hättet tatsächlich schon ein fertiges Exposé sozusagen. Und worauf ihr da beachten müsst, ist die Logik eurer Geschichte. Also da sollte dann wirklich alles an Handlung vorkommen. Dann schlägt die Schneeflockenmethode noch Charakterbögen vor. Das haben wir ja eigentlich schon gemacht, deswegen würde ich den Schritt kurz überspringen. Und dann gibt es Szenentabellen. Die finde ich ganz hilfreich. Ich habe mittlerweile eine Excel-Tabelle und mache mir dann so ein bisschen Notizen und versuche, das mache ich aber mit der 7-Punkte-Methode auch, versuche, wenn ich den Plot habe, ihn auf einzelne Kapitel und Szenen einzuteilen. Das hilft auch, wenn ihr ein Exposé macht und ihr habt eure Geschichte noch nicht fertig, müsst ihr eine Einschätzung geben, wie lang die Geschichte vermutlich wird. Und dafür ist das eben wirklich ziemlich hilfreich. Genau, und in diese Szenentabelle, sagt die Schneeflockenmethode, könnt ihr dann alles eintragen. Ihr tragt ein, welche Charaktere sind in welcher Szene, in welchem Setting ist das, welche Dialoge könnten sie führen, was muss da besprochen werden und so wie so eine Art, eigentlich so ein bisschen wie bei einem Drehbuch, was für Requisiten braucht ihr. Das ist mir meistens zu detailliert, muss ich sagen, weil ich dann mich so ein bisschen eingeschränkt fühle beim Schreiben. Das ist einfach nicht so meins, aber ich weiß, dass das auch super gut funktioniert. Und was aber auch funktioniert, ist gar nicht plotten. Und das sage ich jetzt als jemand, bei mir funktioniert es nicht, ich verhedder mich in der Geschichte, bei mir funktioniert absolut nicht, aber ich weiß, dass es auch geht. Das heißt, wenn ihr schreibt und ihr hasst dieses ganze Plotten, es macht euch nicht so schlecht darum schreiben oder so, es funktioniert auch. 6 ist quasi die Inhaltszusammenfassung fürs Exposé, ganz genau, ja. Und da wirklich alles spoilern. Alles, also so wie ihr es niemals auf einen Klappentext drucken würdet. Das ist auch wirklich nichts, was ihr da. Ihr könnt Dinge daraus später für den Klappentext verwenden, aber auf jeden Fall. Genau, das waren unsere 3 Methoden.
Ja, es ist super theoretisch und super viel ist, aber es hilft, glaube ich, die so ein bisschen zu kennen und sie auch für sich auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel ziemlich schnell gemerkt, dass die Schneeflockenmethode für mich einfach nichts ist, und das ist okay. Ich habe mir noch ein paar Tipps überlegt, die mir spätestens im Lektorat immer sehr geholfen haben. Und zwar, wenn ihr schreibt und spätestens, wenn ihr es irgendwann mal ins Lektorat schickt, macht euch einen Kalender. Es ist egal, ob es in der High Fantasy ist, ob ihr einen Krimi schreibt oder ob ihr Romance schreibt. Überlegt euch, wann spielt mein Buch, sucht euch einen Monat im Kalender raus, druckt euch den aus und schreibt, wann eure Charaktere wo sind. Zum einen, mein Buch spielt ja in Deutschland, muss ich beachten, wann sonntags Geschäfte zu haben. Feiertage, ein Tag war mal der 1. Mai, das ist ein Feiertag in Deutschland, muss ich auch drauf achten. Und ja, euren Lesern fällt es auf, wenn ihr nicht drauf achtet. Und zum anderen, im Lektorat ist es häufig so, dass LektorInnen euch markieren, wenn Szenen besser getauscht werden. Das ist bei mir bei Breakaway passiert und es ärgert mich bis heute. Dadurch ist in der ersten und zweiten Auflage von Breakaway noch ein Fehler drin, weil ich eine Szene schieben musste. Hat einfach mehr Sinn ergeben. Und was ich nicht bedacht habe, ist, dass die dadurch einen Tag später stattfindet. Und ich hatte einfach super wenig Zeit und habe dann zu spät bemerkt, dass ich Wörter wie heute und gestern hätte ändern müssen. Hätte ich damals schon das mit dem Kalender gewusst, dann hätte ich mir das angeguckt quasi beim Ändern. Wie viel aber mir aufgefallen. Ich weiß, Isabel, es tut mir so leid. Mir auch. Er müsste jetzt geändert sein in der neuen Auflage. Aber es hilft dann halt, wenn man dann sieht, man schiebt eine Szene und dann würde sich die im Kalender verschieben. Dann weiß man so, aha, neuer Tag. Und dann weiß man auch, welche Charaktere wissen schon davon, welche waren da. Und hilfreich ist es auch, eure Lektoren werden euch lieben, schickt es ihnen mit. Ich hatte beim zweiten Buch dann auch immer noch so Anmerkungen wie, ja, aber für wie viele Wochen ist das jetzt her? Ist es jetzt Montag? Schickt einfach den Kalender mit an eure Lektoren, sie wird es euch danken. Das ist so die Sache, die ich so mit am meisten gelernt habe. Charaktersheets haben wir schon besprochen. Ich mache sie mittlerweile sehr, sehr rudimentär, auch für Nebencharaktere, für alle. Bei meinem aktuellen Buch, da ist es mir zum Glück aufgefallen, weil ich am Ende einfach so schnell schreiben musste, weil es viel länger wurde als geplant, hat sich ein Name dreimal geändert. Das war ein Charakter, der super unwichtig war. Aber dadurch mache ich mir mittlerweile auch Sheets für alles. Ich meine, im Lektorat fällt es sowieso auf, aber ihr erspart euren Lektorinnen sehr, sehr viel Arbeit. Fasse dein Buch zusammen. Wenn ihr die Schneeflockenmethode nutzt, habt ihr das schon gemacht. Wenn ihr ein Exposé schreibt, auch. Und spätestens dann werdet ihr es machen müssen. Aber überlegt euch wirklich eine gute Zusammenfassung für einen Pitch. Und das muss keine, nicht diese Spoiler-Zusammenfassung sein. Aber ihr werdet sehr, sehr häufig gefragt werden, egal ob Familie, Freunde, um was es geht. Und wenn ihr es im Verlag pitchen müsst, dann auch. Das hilft also auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen durchgerast. Tut mir total leid. Aber ich dachte, ich gebe euch einfach mal alles so mit an die Hand. Ich würde mal ganz kurz, damit ihr mich wieder groß seht, ich müsste funktionieren, ja, das stoppen, weil ihr auch noch Fragen hattet. Und die würde ich jetzt auch einfach mal noch beantworten. Und genau, werde ich einen solchen Workshop machen. Oh, Vera, danke schön, dass es hilfreich war. Es erleichtert mich so. Ich habe tatsächlich vor, Schreibworkshops zu machen. Ich hätte Lust, das mit häufiger zu machen und mit weniger Teilnehmern, vielleicht so 15 bis 20 maximal, dass ich mir vorher Exposés von euch angucken kann oder euren Plot. Und ich hätte so richtig Lust, richtig tief in den Plot reinzugehen. Keine Ahnung, einfach weil ich jetzt aus Lektoraten auch so viel gelernt habe, das wäre super. Ja, ich hoffe nächstes Jahr. Ich habe auch schon mal mit Tolino geredet, ob man nicht was zusammen machen könnte. Sie waren nicht abgeneigt. Ich mache es so über Patreon, aber das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Falls du Instagram hast, da werde ich es auf jeden Fall teilen. Würde mich sehr freuen, wenn man sich da wieder sieht. Große Annabelle, hallo. Jetzt sieht man auch meine Bücher. Yay. Super bisher, mega hilfreich, sehr gut, Mandy. Ja, ich finde halt auch, ich würde eigentlich echt, ich meine, ich muss gleich wieder auf die Bühne, aber ich finde, man könnte auch 4 Stunden machen und sich wirklich mal Sachen angucken und so richtig so in Texte reingehen, da hätte ich echt Lust drauf. Wie funktioniert das mit dem Lektorat? Gibt es zentrale Anlaufstellen? Was kostet es? Wie lange dauert es? Komm ein bisschen drauf an, Andreas. Wenn du bei einem Verlag bist, zahlst du nichts. Geh niemals zu einem Verlag, der von dir irgendwelches Geld verlangt. Ein Verlag bezahlt dich. Es gibt Druckkosten, Zuschussverlage nennen die sich, glaube ich. Geh da nicht hin. Die wollen dann, dass du ihnen Geld gibst fürs Drucken. Geh lieber ins Self-Publishing, weil diese Verlage haben nicht die Reichweite, die dir irgendwas bringt. Deswegen auf gar keinen Fall. Und du wirst mit solchen Verlagen auch niemals an Preisen gewinnen, weil die komplett ausgeschlossen werden von allen Preisen. Das heißt, wenn du ins Self-Publishing gehst, es ist schwer zu sagen, was ein Lektorat kostet. Ich würde mal mit so 4 € pro Normseite rechnen. Eine Normseite hat
so 250 Wörter grob, nur damit du, falls du es durchrechnen magst, das durchrechnen kannst. Ein Korrektorat 1,25, 1,50 pro Normseite, das ist super teuer alles, ich weiß. Und es ist, ich bewundere Self-Publisher total. Ich hätte richtig Lust, mal irgendwann Self-Publishing zu machen. Für mich ist Verlag aktuell aber auch einfach die einzig richtige Lösung, weil es finanziell auch einfach echt ein bisschen schwieriger ist. Wie lange es dauert, ist ein bisschen von abhängig. Ich habe bei meinem Verlag 2 inhaltliche Durchgänge und einen Stildurchgang. Stildurchgang haben wir immer an einem Tag durch, weil ich Linguistik studiert habe und da irgendwie selbst schon sehr viel drauf achte. Und beim Stil sind so 2 Monate eingeplant. Das heißt aber, ich habe das und überarbeite, also nee, meine Lektorin hat es, guckt sich das so 2 Wochen an, wir telefonieren, sie macht mir Anmerkungen. Ich überarbeite 2 Wochen, erster Durchgang durch und der 2. Durchgang nochmal. Also das ist so ein bisschen Ping-Pong mit dem Lektorat. Und voll schön, dass ihr alle dabei wart. Ich glaube halt auch so Plotbesprechen würde sich sehr lohnen, aber ich halte es sehr gerne auf dem Laufenden. Wie könnte man informiert darüber werden? Ich weiß nicht, nutzt du Social Media, Josie? Und wenn es bei Tolino ist, informiert euch Tolino ganz sicher. Die haben ja ein Newsletter. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob wir da mit Tolino auch nochmal was starten können. Das wäre echt cool. Mit Newsletter. Tolino hat ein Newsletter, genau. Ich habe aktuell leider noch keinen. Das andere weiß ich auch auf Patreon auch so. Habe ich. Ich habe jetzt mittlerweile endlich ein Patreon und es gibt auch dort Workshops und eine Exposé-Besprechung tatsächlich. Aber das startet erst im Januar. Ich schaffe das gerade leider zeitlich noch nicht. Muss man bei der Suche nach passenden Literaturagenturen auf was Bestimmtes achten? Kommt drauf an, welches Genre du schreibst, Timo. Also es gibt Verlage, die konzentrieren sich zum Beispiel sehr auf Fantasy und so weiter. Also da natürlich gucken. Es gab ja auch eben jemanden, der Biografien geschrieben hat. Es gibt auch wirklich Literaturagenturen für Sachbücher. Meine macht das zum Beispiel gar nicht. Da wäre dann ein Sachbuch raus. Darauf musst du achten und dann, dass es menschlich passt. Ich habe mich 2 Mal mit meinen Agentin getroffen, bevor ich was unterschrieben habe, weil diese Menschen sind so der Puffer zwischen dir und dem Verlag. Wenn irgendwas mit dem Verlag schiefläuft, sind das so eure Polster, sind so eure Airbags, die so alles abfangen. Und die müssen auf eurer Seite sein und du musst dich bei denen wohlfühlen. Finanziell ergibt sich das nicht viel, das kann ich auch einfach sagen. Es sind in der Regel so 15% Provisionen, die eine Literaturagentur bekommt. Das heißt, wenn ihr einen Vertrag mit einem Verlag habt und ihr kriegt 10.000 Euro für ein Buch, das ist schon mal sehr, sehr viel, dann kriegt aber 15% davon die Agentur. Häufig ist es aber auch so, dass sie sich ihr Geld so ein bisschen selbst erwirtschaften, ähnlich wie bei einem Steuerberater, weil die eine ganz andere Verhandlungsbasis haben, was die Verträge angeht. Genau. Sind meine Buchgeplauder-Streams alle noch auf Twitch? Die sind alle auf YouTube. Bei YouTube heißt es Stehlblüten. Ich traue mich nicht, das reinzuschreiben, weil es bestimmt eh wieder nicht geht. Und man kann die, glaube ich, nur 2 Monate nachgucken. Jetzt am Sonntag, falls es wen interessiert, bin ich, also morgen ist schon Sonntag, morgen um 12 Uhr nochmal live auf Twitch mit Tammy Fischer, auch Autorin bei Pieper und Knauer. Und wir reden auch über Schreibtipps, falls ihr möchtet. Sehr schön, Pauline, das freut mich total. Wie schließt du Plotlücken in den Phasen, wenn mal nichts Dramatisches passiert? Kommt ein bisschen drauf an. Ich habe es früher immer so gemacht, ich habe einfach schöne Szenen geschrieben und dann habe ich irgendwann gemerkt, mein Lektorat kickt mir die raus. Es ist nicht so, dass alles immer relevant, super relevant sein muss, aber tatsächlich muss es irgendwie ein bisschen weiterführen mit der Geschichte. Also überleg dir vielleicht irgendwie, ob du sonst was nehmen kannst, was deinen Charakter weiter einführt. Ich hatte gerade mit meinem eine Szene, weil ich so dachte, man versteht seine Motivation noch nicht so ganz. Und dann habe ich ihm eine Szene mit seinen Eltern gegeben. Und das hat plötzlich total viel losgetreten, was mich weitergebracht hat. Guck vielleicht irgendwie so ein bisschen, ob du sonst deine Charaktere voranbringen kannst. Und meistens passieren daraus ja auch wieder Handlungen. Schreibe ich beim 7-Punkte-System linear oder in der Reihenfolge, in der ich plotte? Nee, ich schreibe immer linear. Ich habe mein allererstes Buch nicht linear geschrieben. Und es war Kraut und Rüben, aber ich weiß, dass einige andere Autorinnen, die auch super erfolgreich, also auch Bestseller geschrieben haben, schreiben auch nicht chronologisch. Die schreiben einfach, wie es gerade passt. Wenn man gut geplottet hat, kann man das auch. Ich kann das nicht so gut, weil ich Rohfassung, ich bin viel zu kritisch, ich überarbeite auch Texte sehr, sehr oft nochmal, bevor es dann weitergeht. Deshalb kann ich das leider nur. Ja. Kann man mich über die Mailadresse sowieso kontaktieren? Ja, aber da antworte ich sehr, sehr viel langsamer. Also am schnellsten geht es tatsächlich über Social Media, weil ich bei der Mailadresse, das ist auch die Mailadresse, an der meine Agentur und so hinschreibt, das sind die geschäftlichen Sachen einfach immer ein bisschen dringender.
Ist es schwerer, eine Trilogie als Neuautor bei einem Verlag zu veröffentlichen? Ich glaube, ein bisschen schwieriger ist es, aber da hilft dir dann ja auch zum Beispiel eine Agentur, weil die einfach die Kontakte hat. Ich weiß nicht, wie du in der Buchbranche vernetzt bist. Leider ist es wie bei allem, dass Vitamin B auch immer ein bisschen hilft und das ist so der Part, den deine Agentur dann zum Beispiel übernehmen könnte. Self-Publishing ist super. Ich will es halt auch echt ausprobieren, Lena. Ich hätte Lust, einmal so die Kontrolle komplett zu haben. Ich habe Glück, dass ich viel mitentscheiden darf, Cover, Titel und so. Aber ich glaube, ich hätte wirklich Lust drauf. Du kannst keine Kapitel anlegen, Word. Das geht auf jeden Fall, Isabel. Aber da, wenn du es irgendwie abschickst, das macht sowieso alles der Satz. Also wenn das Buch fertig geschrieben ist, der Satz macht eure Kapitelüberschriften. Das muss nicht formschön aussehen. Haben Verlage Kapazitätsgrenzen? Werden Ideen abgelehnt, weil Budget ausgeschöpft ist? Es gibt Vorschauen und wenn, also die haben natürlich, ich weiß nicht, ob es, keine Ahnung, budgetäre, also monetäre Grenzen sind und die da wirklich was mit zu tun haben oder einfach auch das Personal und die Slots, die es sozusagen gibt. Ich weiß, dass die Verlage sehr viel im Voraus planen. Also ich biete jetzt Bücher an, teilweise schon für 2024. Ich glaube, das sagt schon alles. Die planen einfach sehr, 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 sehr weit im Voraus. Vorteil des Self-Publishings, alles geht tausendmal schneller. Tatsächlich ist die Buchbranche eine sehr langsame manchmal und ich als ungeduldiger Mensch habe da manchmal meine Probleme. Genau, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Waren die Titel zu deinen Trilogien auch meine Arbeitstitel? Ja. Tatsächlich ja, leider. Was ist leider? Ich mag die Titel. Aber ich bin immer so, mir sind Titel, ich rotze, das klingt jetzt sehr böse, aber ich rotze was aufs Exposé, weil meine komplette Handlung steht und ich denke so, oh, Titel. Dann denke ich mir irgendeinen Titel aus, knall den drauf und bisher wurden alle durchgewunken. Ich habe jetzt zum ersten Mal Fantasy rausgeschickt. Bin gespannt, ob sie den Titel auch nehmen. Bisher hatte ich immer das Glück. Deadline setzt mich unter Druck total. Die nächste ist auch in 2 Wochen und es fehlt noch echt viel. Aber ich arbeite ganz gut unter Druck. Ich weiß nicht. Ich sage mir auch jedes Mal, dass ich das, ist wie früher in der Uni, dass ich das richtig steady mache und mein Wortsoll halte. Und dann habe ich, wenn ich arbeite mit Pacemaker, kann ich euch auch empfehlen, um euer Wortsoll zu tracken. Man sieht immer so eine Kurve am Ende zur Deadline hin, wenn mein Wortsoll steigt. Und Pacemaker ist vielleicht noch ein ganz, vielleicht kannst du das auch wieder reinschreiben, ein ganz gutes Tool. Wenn ihr ungefähr wisst, wie lange euer Buch sein sollte, ihr wollt euch eine Routine erarbeiten, könnt ihr da immer ein bisschen tracken, wie viel ihr noch schreiben müsst und so weiter. Genau, ich muss leider, es kam gerade schon mit rein, leider wieder weiter. Ich würde noch super gern Fragen beantworten, mit euch plaudern. Aber genau, auf Instagram antworte ich schnell. Auf Instagram kriegt ihr, glaube ich, am schnellsten Antworten. Ihr könnt mir aber überall schreiben, wirklich. Ich kann euch jetzt schon sagen, heute und morgen antworte ich wahrscheinlich nicht. Aber ab Montag. Wie kann ein Vertrag mit einem Verlag aussehen? Gibt es einen Vorschuss? Das ist, glaube ich, noch ganz interessant. Kommt auf den Verlag an. Es gibt Kleinverlage, die zahlen keinen Vorschuss. Da wirst du dann prozentual an deinen Büchern beteiligt. Bei mir war es so, ich habe einen Vorschuss erhalten. Dann musst du aber den Vorschuss erst wieder einspielen und ab dann verdienst du an deinem Buch. Und es ist leider auch nicht so viel, was man an einem Buch verdient. Das sind beim Taschenbuch so 8-9% des Einkaufspreises des Buchs. Da könnt ihr euch das ausrechnen. Also es ist jetzt geplaudert aus meinen Verträgen. Das sieht bei anderen Verlagen sich auch anders aus. In der Regel ist das so. Genau. Aber es kommt immer auf den Verlag an. So, ich muss in 3 Minuten schon wieder auf die Bühne. Es tut mir mega leid. Tut mir echt leid, dass ich jetzt nur so kurz da war. Ich schicke euch die Folien zu. Wenn ihr euch beim Newsletter anmeldet, könnt ihr alles in der Mediathek nachsehen. Und wir sehen uns bestimmt auch mal bald wieder. Und ich komme sofort raus. Ich komme. Okay, gut. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen gerusht war. Aber danke, dass ihr so toll mitgemacht habt, auch bei den Schreibprompts. Und wir sehen uns dann gleich wieder auf der Bühne. Und ich glaube, wir begrüßen als nächstes David, Safi und Oliver Kurt. Ich habe meine Moderationsfragen hier versteckt. Gut, bis gleich. Und danke schön, dass ihr da wart. Tschüss.